Ist das ein Arsch? Ist das ein Arsch? Das ist kein Schrottverbrennungs... Ja, ich hab's kapiert. Das ist kein Schrott... Kann ich mir meine Nüsse da reinhalten? Und ja, es sollte sich so anhören. Das ist kein Schrott... Nö. Kann ich noch mehr Zucker da reinmachen? Gleich nochmal. Ja, gib ihn. Warte. Komm. Gleich nochmal. Ja. Okay. Ich geh mal kurz hier rein. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Sieht er bei dieser Dunkelheit, dass ich keine Turnierfinger habe? Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Warte. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Kann man bei euch einsteigen? Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Oh manchmal Gott. Sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Oh, wow. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Oh Mann. Lass mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. So einfach geht das? Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Wie geht das denn? Oh, warte. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnickschnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnickschnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Bin bereit, lass uns spielen, komm. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Das sind keine... Sie können... Komm wieder, wenn... Ja. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich. Mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Okay, und der ist anscheinend ein sehr unterdrückter. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Okay, aber folgendes, wir haben den Schlüssel. Das heißt, ich jetzt das Licht gar nicht ausmachen brauchen. Hä? Wieso schläft der jetzt? Ach, so funktioniert das. Kein Strom oder was? Au! Oh! Aua! Aua. Nichts passiert. Und jetzt leise. Hey! Hups. Dann haben wir jetzt das auch schon. Nice. Gulliver. Kann ich ihr am Arsch fassen? Man kann's mal testen. Hä? Ach du, was willst du? Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, das war bitte. Das war ein Witz. Das war ein Witz, als ob ich sowas machen würde. Aber ich habe ein Notblatt und Schlüssel. Oh, jetzt komme ich doch noch bei der Erde. Ich reiß hier richtig rum. Komm. Hallo. Hallo. Schlüssel? Geh doch. Mein Gott. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Ich
Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Okay, warte, was habe ich jetzt? Klopapierfetzen. Seltsames Klopapier. Übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Okay, warte, dann gehen wir jetzt mal direkt raus. Oh, warte, direkt raus, habe ich gesagt. Und jetzt habe ich für ihn auch noch... wo ist meine Maus? Da, boah, ich bin gerade total durch, tut mir leid. Ich habe jetzt noch das Taubentango. Ich glaube, das würde ihr gefallen da oben. Und das gebe ich ihm jetzt einfach hin, würde ich sagen. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Ja. Der tote Taubentango. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Vabene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. Anscheinend nicht, nein. Das ist... So, das heißt, wir können jetzt direkt zu Waffen laden. Ey, endlich, ey. Wir haben endlich einen Leitfaden, einen roten Faden in unserem Leben, den wir folgen können. Ich werde verrückt. Oh je, Rufus, glaubst du... Ja, probier's bitte nochmal. Du schaffst das. So, komm schon. Und rein da, ich hab Angst. Oh, komm schon. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Dass er sie das viermal mitmacht, ey. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Entschuldigung. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Wie ein Bumerang kommt immer wieder bei ihr an. Oh Gott. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Du fragst mich voll Empörung, woher kommt der Gestank? Oh Gott. Ich hab eine Erklärung. Drei tote Tauben liegen hinterm Schrank. Oh, Sole mio. La 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 la. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Ich komme nicht drauf klar. Das kannst du vergessen. Ich komme echt nicht drauf klar. Wo geht's denn lang? Ich gehe noch mal ganz kurz. In den Hafen will ich ja gar nicht. Doch. Der tote Taubentango. Ja, aber warum funktioniert denn nicht? Das gleiche ist der Generator läuft wieder. Warum? Ich bin gerade total verwirrt. Ich bin die ganze Zeit verwirrt. Hier geht doch gar nichts. Klopapierfetzen? Kann ich das eigentlich jemandem zeigen? Zum Marktplatz? Nein. Ich gehe mal kurz in die dunkle Gasse. Das muss dieser Rebellenstützpunkt sein, von dem Garlef sprach. Ich muss aber irgendwie reinkommen. Kann ich das hier machen? Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein kleiner Beitrag, um diesen Planeten sauber zu halten. Du Held. Mann, ich wollte das Klopfzeichen. Das muss dieser Rebellenstützpunkt sein. Klopf.
Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Wie ist es denn? Das ist die Kiste? Achso, ja. Sie ist leer. Da kann ich auch nichts reinschmeißen. Ich werde verrückt. Das Gleiche ist, ich habe eine Antenne. Ich weiß echt nicht, was ich... Ich bin total... Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich bin total, ne? Kann ich beim Doc eigentlich noch was machen? Och, geh ich mal dahin, komm. Was hab ich? Ein Ofen? So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Was für ein hässliches Nest. Das muss... Okay. Ja. Ich mache hier mal kurz Feuer, kann ich das da reinschmeißen? Nee, ne? So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay, Docs Werkstatt. Kann ich hier was machen? Ich habe Farbeimer. Ausgerechnet weiß. Der Spielverderber unter den Farben. Nee, das ist gelb. Gelb will niemand haben. So, komischerweise ist der Hund jetzt auch komplett weg. Wahrscheinlich in Reparatur. Zu Recht. So, ich habe hier Elektroden. Hier ein... Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Ach ja, ganz vergessen. Kann ich da irgendwas... Kann ich die noch... Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Ach ja. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker vom Bäcker. So. Aber ich weiß echt nicht, wo ich gerade... Tiefkühltruhe... Kann ich da noch was mitnehmen? Ich kann zumachen, okay. Hallo, hi. Hier ist eine Schublade. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Nein, was? Ist ja schon gut. Jetzt, oh, tut mir leid. Okay, einmal... Ich bin hier komplett falsch. Ich bin einfach komplett falsch. Ich. Also wäre mein Ziel nicht da, wäre ich hier komplett falsch, aber. Gleiches auch. Ich weiß auch gar nicht, was das mit dem Symbol auf sich hat. Klein Venedig. Kann ich das Klopapier hier so reinpacken, oder? Wird das gehen? Ich bin gespannt. So Klopapier davor halten, damit sie nichts sehen. Aber ich glaube, die sind schlau genug, um gleich rauszukommen, ne? Ach nee. Wenn jemand zu... So. Ich kann ja echt nichts machen. Ich bin total verloren. Total. Hier ist wieder Strom. Ey, du hast ja gar keine Musik zum Spielen. Hi, ho, hi. Willst du ja? Na komm, sing doch. Hi, das hatte Mann, ich schon. Ach, so funktioniert das. Der Notenständer ist aber leer. Ich geh einfach nochmal rein. Was habe ich schon zu verlieren? Nein, nie wieder. Nie wieder. Ach das. Pass mal auf, Gulliver. Hier. Kennst du jemanden, der sich mit sowas hier auskennt? Keine Ahnung. Mit Schrott kennt sich hier eigentlich jeder gleich gut aus. Das ist kein Schrott, das ist ein Beweis, wo ich war. Guck mal, Galef. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Was soll denn das? Das ist ja gar keine Turnierhand. Das habe ich auch nie behauptet. Und warum sollte mich das dann interessieren? Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich bin total verloren.
Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin muss. Der tote Taubentango. Ich rede nochmal mit dir. Was kann man denn hier so machen, so schönes? Huhu, Prego. Arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts. Das tut mir gerade voll leid. Ich glaube, diese Folge ist momentan echt ein bisschen mau, weil... Das war ein Belbu nochmal. Ach ja. Feine Nase. Oh, warte mal. Hier. Vergammelte Pillen. Das Schloss der Zukunft, das sage ich euch. Oh. Ey, ich bin durch. Heilige Mutter, ist nicht wahr. Was ist das denn? Da, warte. Rechte Seite. Meine Harke. Eine Harke, die könnte nützlich werden. Meinst du? War klar. Au. Verdammte Todesfalle. Hebt's auf. Du Idiot. Au. Nest, ich will da vorbei. Kuh vor Erde. Willst du mich verarschen jetzt? Bist du zu blöd dafür? Einmal die rechte Seite. Lass die Zeit. Glatzmatz, ich bin gleich da. Glatz. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Haken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Und dann diese Tröte zum Schluss noch. Hey, Glatzmatz, lass mal eine Runde quatschen. Hör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Entschuldigung. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Baum ist. Pflanze ist. Ey, Finger weg von dem Baum! Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Ich hab... Au. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Muss der Stress sein. Heilige Mutter, Alter. Kann ich da nochmal hoch? Hey, warte mal. Hey, Glatzmatz. Freunde? Okay. Verdammt. Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Einmal kurz nochmal rüber. Komm, alle guten Dinge sind drei, Leute. Hey, Glatzmatz. Hey, Finger weg von dem Baum. Oh, oh. Entschuldigung. Dann, warum? Okay, wisst ihr was? Pass auf. Für heute bin ich, glaube ich, auch schon ein bisschen zu durch, deswegen... Diese Folge haben wirklich nichts gerissen. Aber wir wissen eigentlich, wo es lang geht. Und da oben können wir jetzt noch eine Menge entdecken. Allerdings erst beim nächsten Mal. Deswegen verabschiede ich mich hier. Und ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Mir gefällt das Spiel so hammermäßig. Allein wegen der Synchro. Aber deswegen sage ich Cheerio und ciao. Nova, Ende und aus.